Guten Morgen, heute melde ich mich wieder mit einem Vlog. Der Tag wird an sich nicht so wirklich spektakulär, aber das ist gut, weil wir können das dafür nutzen, dass wir uns dazwischen immer ein bisschen unterhalten. Heute gibt es drei Themen, über die ich sprechen möchte, und zwar erstens Thema Sport, zweitens Thema Motivation für Sport, wobei das könnte man eigentlich in ein Thema packen, und das zweite dann in dem Fall ist Schlafrhythmus. Darüber möchte ich heute auch mit euch plaudern. Es ist früh am Morgen und ich bin schon in meinen Sportklamotten. Ich habe vor, zuerst ein paar Übungen an der Stange zu machen. Deshalb bin ich auch so wenig angezogen, weil die Stange ist aus Metall, sie ist sehr rutschig und deshalb zieht man sich eigentlich so wenig an, weil man den Hautkontakt braucht, besonders auch hier auf den Seiten und auf den Beinen. Und dann habe ich vor, Yoga zu machen und ein bisschen zu dehnen. Ich muss dann einiges für die Uni schreiben und ich muss auch ins Büro, aber wie gesagt, dazwischen werden wir einfach ein bisschen plaudern. Draußen regnet es heute, es ist recht dunkel, aber es ist irgendwie schön, weil der Garten ist total grün und die Bäume kriegen schon so viele Blätter. Also ich zeige euch dann nachher, wie der Garten zurzeit schon aussieht. Und wir hätten gleich schon einmal das erste Thema und zwar Yoga. Ich habe schon immer so richtig mit Yoga anfangen wollen und habe mir schon immer gedacht, oh, ich sollte regelmäßig Yoga machen, weil Yoga ist so toll. Sie ist gut auch für die psychische Balance, aber vor allem für den Körper und das tut so gut. Ich habe vor circa einem Jahr oder 1,5 Jahren mal so eine Yoga-Challenge mitgemacht. Da hat man jeden Tag eine Pose gelernt und das hat mir wirklich Spaß gemacht. Aber ich habe dann nie so wirklich angefangen, weil ich es immer irgendwie aufgeschoben habe. Also ich habe mir immer gedacht, wenn XY fertig ist, dann fange ich an. Also ich habe immer für mich irgendwie so einen Meilenstein gesucht und es ist nie was passiert. Und heute bin ich aufgestanden und habe mir gedacht, das ist doch ein Schwachsinn. Es muss nicht XY erledigt sein, um mit Yoga anfangen zu können. Ich fange jetzt so richtig an, einen richtigen Kurs mitzumachen. Also ich gehe zwar jetzt zu keinem Kurs, was natürlich das Ideale ist, wenn man einen Trainer dabei hat, der einen korrigieren kann. Es ist auch viel besser wegen der Verletzungsgefahr. Aber ich habe beschlossen, ich mache das eben mit der Dame, die damals auch die Challenge gepostet hat. Also ich mache jetzt mit der Kino Yoga einen Beginnerkurs. Ich kann euch gerne ihren Account unten verlinken und auch den Kurs, den ich jetzt mitmachen möchte. Also sie hat so einen richtigen Einstiegskurs, wo sie so 4 Lektionen hat und eine von denen möchte ich heute eben mitmachen. Und ich freue mich so richtig, weil das ist so richtig so eine erfrischende Entscheidung. Einfach, hey, ich tue es einfach, weil ich finde, dass wir als Menschen oft dazu tendieren, dass wir den perfekten Moment suchen. Egal, ob das jetzt für einen Sport ist oder für irgendwas anderes. Aber wenn wir ständig nur abwarten, bis die Situation passt, bis es irgendwie für uns perfekt ist, dann geht das Leben an uns vorbei und es passiert genau gar nichts. Und das betrifft nicht nur Sport, sondern auch viele andere Dinge im Leben, Entscheidungen, Hobbys und so weiter und so fort. Es gibt natürlich Ausnahmen, es gibt Situationen, wo es sich auf alle Fälle lohnt zu warten, wo es sogar sehr gut ist zu warten. Aber ich sage mal grundsätzlich, wenn man etwas tun möchte, jetzt habe ich gespuckt, sorry, dann sollte man es eigentlich auch tun oder zumindest versuchen. Ja, und das werde ich jetzt tun. Also ich werde jetzt mit dem Beginnerkurs von Kino Yoga anfangen. Ich freue mich so richtig, aber zuerst werde ich mich ein bisschen aufwärmen und dann mache ich ein paar Übungen auf der Stange. Also genug Pol für heute. Es war recht anstrengend, weil, wie gesagt, ich habe eine Weile nicht trainiert und es erfordert schon recht viel Kraft und ich bin total verschwitzt eigentlich, obwohl ich vielleicht eine Viertelstunde trainiert habe, ungefähr. Also es geht ordentlich rein. Aber ich habe heute für mich so ein richtiges Erfolgserlebnis. Die Formen und die ganzen Übungen waren weit vom Perfektsein. Das ist mir schon klar, aber für mich war das ein Fortschritt, weil erstens einmal habe ich jetzt von mir aus wieder angefangen, Pole zu trainieren. Ich habe einfach wirklich eine Pause gebraucht. Und zweitens, ich habe
eine ziemlich arge Höhenangst und für mich sind manche Übungen eine extreme Überwindung, besonders die Übungen, die kopfüber gehen. Eigentlich alles, was mit dem Kopf nach oben geht, da habe ich kein Problem, also ich kann euch an jeder Stange bis nach oben klettern, egal wie hoch sie ist. Aber das Kopfüber ist für mich einfach geistig immer eine Überwindung und da wollte ich das Thema ansprechen, wie gehe ich da voran, wenn ich in so einer Situation bin, weil es gibt oft Leute, die dann sagen, ach, da musst du einfach durch. Das ist schon richtig. Also wenn man es schaffen möchte, dann muss man einfach durch. Aber der Weg muss nicht der gleiche sein wie für die eine Person. Also wenn die eine Person jemand ist, der lieber ins kalte Wasser springt, die Zähne zusammenbeißt und das durchzieht und es funktioniert, ist es wundervoll. Ich bin halt nicht eine davon, ich kenne genug Leute, die auch nicht so ticken, die sagen, du, besonders wenn ich Angst habe, möchte ich zuerst irgendwie so das Vertrauen in den eigenen Körper zu gewinnen und ich möchte auch so ein Sicherheitsgefühl ständig dabei haben. Also beim Pol ist sowieso am besten zu zweit zu trainieren, dass man sich gegenseitig sichert, auch vielleicht auch noch irgendwelche Tonmatten auf dem Boden geben. Ich trainiere einfach so hier mit einem harten Boden, aber das ist nicht unbedingt ideal, besonders nicht für Anfänger. Also ich finde, als Anfänger sollte man sowieso immer mit einem Trainer trainieren und sich immer sichern lassen. Aber halt für mich war das heute so eine Sache, ich habe wirklich gemerkt, sobald ich kopfüber ging, hey, ich hatte so ein mulmiges Gefühl. Und nach ein paar Mal habe ich dann gemerkt, hey, es klappt, aber ich gebe zu, ich habe noch immer nicht das hundertprozentige Sicherheitsgefühl, das ich hatte, als wir noch Polmode erzeugt haben, als ich sehr viel beim Messen aufgetreten bin, weil da war ich jeden zweiten Tag am Trainieren und es war einfach normal für mich und ich habe meinem eigenen Körper schon sehr gut vertrauen können, weil ich das schon so oft gemacht habe. Ich hatte auch mehr Kraft, weil meine Muskeln sind jetzt wesentlich schwächer und das muss ich jetzt wieder aufbauen. Also das wollte ich euch sagen. Also ich würde sagen, wenn es irgendwelche Herausforderungen für, bei einem Sport gibt und ihr tut es euch da schwer, ihr wollt das aber schaffen, ja, ihr müsst durch, aber schafft für euch einen Weg, der am besten für euch funktioniert. Vielleicht einfach Baby Steps. Wenn ihr nicht jemand seid, der einfach sagt, ich gehe aufs Ganze, das ist vollkommen in Ordnung. Ihr solltet euch immer nur an euch selbst messen und nicht mit den anderen vergleichen. Ich weiß, ich habe das schon im letzten Sportvideo gesagt, aber es ist einfach ein Thema, das ich immer wieder bei anderen höre. Und es ist extrem wichtig, das einfach nicht zu vergessen, dass jeder kleine Erfolg, den ihr geschafft habt im Vergleich mit dem letzten Training, ist ein Erfolg und ihr sollt stolz drauf sein. Und deshalb habe ich mich auch heute gefreut, dass ich ein paar Übungen machen konnte. An ein paar traue ich mich noch gar nicht ran, da möchte ich wirklich zu zweit mit jemandem trainieren und ich werde dann auch wieder zu Kursen gehen. Ich werde einfach die Kurse wiederholen, die ich schon genommen habe, einfach um sicher zu sein. Aber es war für mich ein wahnsinnig toller Schritt nach vor, dass ich einfach sage, so und jetzt mache ich zumindest das zu Hause, was ich mich selber traue, was funktioniert. Und es hat mich sehr gefreut. Ja, also das war das eine Thema und ich werde mir jetzt die Yogamatte rausholen, schalte dann das eine Video ein. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mich überhaupt wärmer anziehe, weil ich bin so verschwitzt, aber ich glaube, gerade deshalb sollte ich mich wärmer anziehen, dass ich mich nicht verkühle und fange jetzt an, Yoga zu machen. Also das hat auch eine angenehme Länge, wenn man das einfach jeden Tag am Morgen machen möchte. Das finde ich sehr gut, weil ich finde 18 Minuten dafür findet man schon eher Zeit aus für ein einstündiges Training. Ich finde, dass sie das sehr gut erklärt und das Training hat mir auch gut gefallen, wie es strukturiert war. Und es hat mich mit so einer schönen inneren Stimmung dagelassen, weil sie dann auch am Ende so viele positive Gedanken einem gibt und sie motiviert einen, um den eigenen Körper zu lieben, um etwas an dem eigenen Körper zu finden, was man sehr gerne mag und um sich drauf zu fokussieren. Und das finde ich ist einfach sehr, sehr schön, weil ich finde, wir, besonders wir Frauen, tendieren dazu immer, irgendwas an sich selbst auszusetzen zu haben. Und das ist schlecht für uns. Wir sollten eigentlich eher Fokus drauf zu legen, was wir mögen, weil das einfach eine ganz andere Stimmung in uns hervorruft. Und das hat mir so gut gefallen. Ich habe mich super entspannt.
Was mir persönlich am Yoga sehr gut gefällt, ist, dass man da auch ein bisschen Kraft braucht, weil um gewisse Balance zu erreichen, muss man wirklich anspannen. Jetzt bei diesen 18 Minuten war es natürlich nicht so arg, aber wenn man dann länger übt, dann merkt man schon. Und gleichzeitig tut man sich aber auch entspannen und ein bisschen dehnen. Und es ist einfach so eine tolle Kombination. Also es gefällt mir sehr, sehr gut und das möchte ich jetzt einfach wirklich öfters machen. Ja, und ich werde jetzt noch dehnen. Dadurch, dass einige von den Übungen schon eine leichte Dehnung hatten, muss ich jetzt nicht so wahnsinnig lang dehnen. Ich würde einfach Straddle machen. Vielleicht ein bisschen noch was für den Rücken und für den Frauenspagat, so die Dehnübungen. Aber nicht sehr lang, weil es ist eigentlich schon recht spät geworden und ich möchte auch dann noch weitermachen heute. Aber es hat wirklich gut getan. Also jetzt, gut, jetzt wird gedehnt. Danach werde ich duschen. Und wenn ich dann mit dem Duschen fertig bin, möchte ich mich schminken. Und ich dachte, während ich mich schminke, könnten wir dann weiter plaudern. Ich habe euch ja auch noch versprochen, dass ich euch den Garten zeige. Also der Rasen ist so richtig saftig grün geworden. Und die Bäume kriegen schon langsam Blätter. Also es schaut nicht mehr so kahl aus. Es ist echt wunderschön. Ja, und der Blick allein ist schon toll in der Früh, weil es ist nicht mehr so grau. Auch wenn es heute bewölkt ist, es wirkt einfach ein bisschen freundlicher, wenn alles so zum Sprießen anfängt. Ich bin geduscht. Ich habe auch mein Frühstücksmoothie fertig getrunken, weil ich habe die Hälfte zuerst vor dem Training getrunken und die zweite Hälfte nach dem Training. Da war heute drinnen Ingwer, Kakao, Bananen, ein Apfel, Wasser und ich glaube Agavensirup. War wirklich sehr lecker. Jack hat es heute gemacht, also wir wechseln uns manchmal ab. Und dann habe ich mich auch schon geschminkt. Also ich mache jetzt eigentlich nur mal den letzten Schliff, noch ein bisschen da den Übergang zu verblenden, ein bisschen Puder und dann war es das auch schon. Mein Haar habe ich noch angefeuchtet, weil es hat irgendwie nicht so schön vor allem hinten ausgeschaut. Also das muss jetzt noch trocknen, bevor ich aus dem Haus gehe. Und dann hätten wir da das eine Thema, worüber ich mich auch noch heute mit euch kurz unterhalten wollte. Und zwar geht's um Schlafrhythmus. Mich würde sehr interessieren, was ist für euch so die ideale Zeit, um schlafen zu gehen und aufzustehen, so dass ihr wirklich am nächsten Tag genügend Energie habt und dass ihr wirklich ausgeschlafen seid und dass das auch nachhaltig ist, so dass ihr sagt, würde ich so das ganze Jahr machen, dann habe ich noch wie vor genug Energie. Ich habe für mich nämlich herausgefunden, dass für mich ist am besten so um 10 herum schlafen zu gehen und so zwischen 6 und 7 aufzustehen. Das ist irgendwie für mich eine Zeit, die sich so natürlich anfühlt und die sich immer wieder bei mir einpendelt. Und ich habe einfach gemerkt, im Herbst, also weil ich habe das so schon im Sommer gemacht, je dunkler es dann am Nachmittag wurde und irgendwie je kälter es wurde, hat sich bei mir irgendwie so eingeschlichen, dass ich immer später und später schlafen ging und dafür habe ich dann länger schlafen müssen. Und das mag ich irgendwie bei mir selber nicht, weil ich das Gefühl habe, wenn ich später aufstehe, dann ist schon so ein Teil von dem Tag weg und ich kann dann nichts wirklich erledigen. Und das ärgert mich einfach. Und deshalb habe ich mir jetzt so einen richtigen Tritt in den Hintern gegeben, so dass ich wirklich jeden Tag um 10 schon im Bett bin und spätestens um 10:45 ist das Licht aus. Und dafür ist es kein Problem, wenn ich jetzt einmal um 6 Uhr aufstehe. Ich versuche einfach bis 7 zu schlafen, weil je länger ich schlafen kann, desto besser. Also ich mag auf alle Fälle meine 8 Stunden Schlaf zu haben. 9 Stunden ist ideal, muss aber jetzt nicht jeden Tag sein. Und es ist auch bei uns so, der Herkules, der wacht sehr früh auf, sehr oft und will dann wirklich schon raus. Erstens hört er die Vögelchen im Garten zu zwitschern und das ist ein Skandal. Also da muss man auf alle Fälle checken, was sich in seinem Revier tut. Und zweitens, er wird auch schon langsam älter. Er muss einfach oft früher schon raus. Und das passiert sehr oft, dass es schon kurz vor 6 ist. Und wenn ich jetzt jeden Tag um 12 schlafen gehen würde, dann fehlt mir einfach der Schlaf. Also das hat dazu auch beigetragen. Und auf meinem Telefon ist eine Funktion jetzt seit einer Weile bei der Uhr. Ich habe keine Ahnung, wann das dazu gekommen ist. Wahrscheinlich mit dem letzten Update. Das nennt sich Schlafenszeit. Also ich zeige es euch. Und da könnt ihr euch einstellen, wie viele Stunden am Tag wollt ihr schlafen und wann wollt ihr aufstehen. Und das Handy stellt das für euch automatisch ein. Und ihr könnt dann die Tage auch so einstellen, sodass an bestimmten Tagen einfach das Handy eine Erinnerung macht. So je nachdem, Viertelstunde oder halbe Stunde, bevor ihr dann wirklich schlafen gehen wollt. Das könnt ihr auch einstellen. Und ihr könnt auch sagen, an welchen Tagen ihr das nicht haben wollt.
Ich habe das jetzt weggelassen am Sonntag, weil ich mir denke, an einem Tag möchte ich mir schon erlauben, ein bisschen länger zu schlafen. Und am Samstag ist es auch okay, wenn man mal später ins Bett geht. Also so von Samstag auf Sonntag ist es okay. Aber am Montag habe ich es auch nicht, weil am Montag habe ich sowieso jede Woche einen Wecker für mein Balletttraining. Da stehe ich sowieso jede Woche um 5:30 auf. Und da schaue ich schon selber, dass ich wirklich rechtzeitig ins Bett gehe. Also das wollte ich euch erzählen. Das hat sich bei uns irgendwie eingependelt jetzt in der letzten Zeit. Also wir machen das wirklich sehr brav mit dem Jack, dass wir schon so um 9:30 erinnert uns das Handy einfach, okay, jetzt ist es bald soweit. Dann der Herkules geht meistens dann noch eine Runde in den Garten schnuppern. Wir räumen alles unten weg, gehen dann noch nach oben Zähne putzen, weil wir meistens vorher eh am Sofa lesen und vorher haben wir meistens schon geduscht. Und wir schauen, dass einfach so 10, spätestens kurz nach 10 das Licht aus ist. Und dann merke ich wirklich, dass ich oft einfach von mir allein schon so kurz vor 6 aufwache, weil ich einfach schon genug Schlaf hatte. Heute war es nicht so leicht irgendwie. Heute habe ich irgendwie Lust gehabt, noch ein bisschen länger zu schlafen. Aber das ist halt auch von Tag zu Tag unterschiedlich, je nachdem, was man am Tag davor getan hat. Ja, also es tut mir recht gut und es würde mich interessieren, ob ihr auch irgendwie so eine Zeit für euch herausgefunden habt, wo es wirklich gut ist, für euch schlafen zu gehen und aufzustehen. Braucht ihr viel Schlaf? Braucht ihr wenig Schlaf? Das würde mich super interessieren, weil ich finde, dass es auf alle Fälle ein spannendes Thema ist. Und ich würde sagen, ich lasse es an dieser Stelle, weil ich fürchte, dass das Video jetzt sowieso schon zu lang ist. Daher werde ich mich jetzt verabschieden. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ihr Spaß gehabt habt. Was mich auch interessieren würde, gibt es irgendein bestimmtes Thema so aus meinem Leben, was ihr gerne sehen würdet, irgendein Bereich, den ich das nächste Mal in meine Vlogs inkludieren sollte? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, würde mich natürlich wie immer ein Däumchen hoch freuen. Es würde mich auch super freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ihr könnt mir auch gerne, ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen. Ich habe 2 Accounts. Auf einem gibt es Beauty und Lifestyle, so wie hier. Auf dem 2. Account gibt es Essen. Ich poste sehr gerne, was ich gerade gekocht habe oder was es bei uns in der letzten Zeit zum Essen gab. Und ich schreibe auch immer gleich die Rezepte dazu. Also die Accounts verlinke ich euch unten. Meinen letzten Vlog habe ich euch auch schon unten verlinkt. Und ich danke nochmal fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wundervollen Tag und bis bald. Tschüss!